Die Frauen wollen, dass man sich für sie interessiert als Mensch und wir wollen, dass man sich für uns interessiert als Penis. Und damit herzlich willkommen zu meinem vierten Review auf meinem YouTube-Blog auf dem Vlog von Blu-ray-Rezensionen.net. Was Franz Rogowski alias Torben uns da gerade im Trailer-Ausschnitt entgegengeschmettert hat, gibt die Marschrichtung für den Film vor, den ich euch im letzten Review, Hands of Stone, so vollmundig angekündigt hatte. Der Film heißt Fickefuchs und der Titel impliziert es, es geht vornehmlich ums Ficken. Der Film von Regisseur und Hauptdarsteller Jan-Henrik Stahlberg basiert auf einem Drehbuch von Wolfram Fleischhauer und scheint so etwas zu sein wie der auf Zelluloid gebannte Gegenentwurf zur Hashtag MeToo-Diskussion. Direkt zu Beginn scheint Fickefuchs eine Rechtfertigung dafür zu suchen, warum Männer sich nicht mehr in ihre Rolle einfinden können und scheinbar ständig Frauen belästigen, wenn man den ganzen Diskussionen Glauben schenken mag, oder gar Schlimmeres. Wenn sich die Kassiererin unter ihrem Kittel aber auch ein derart offenes Dekolleté erlaubt, dann muss sie sich am Ende ja nicht wundern, dass Torben zugreift und sie versucht zu vergewaltigen, schlicht und ergreifend. Torben ist dann auch einer der beiden Hauptfiguren in diesem Film. Er kommt für seine Tat, die man nicht sieht, aber beschrieben bekommt, in die Psychiatrie, kann dort aber ausbüchsen und nutzt die Gelegenheit, um sich nach Berlin abzusetzen, wo er seinen Vater finden möchte, den er bis dato noch nicht kennengelernt hat, von dem er aber weiß, aus Erzählungen seiner Mutter, dass das mal der größte Stecher aus Wuppertal war. Und wer könnte Torben besser erklären und beibringen, wie man bei Frauen landet, als dieser Ex-Damenheld? Ich mag junge Frauen, ich bin mir da treu geblieben. Ich will das Reh, stolz, schüchtern, sehr schwer zu kriegen. Die ausgediente Hirschkuh am Wegesrand interessiert mich nicht. Die ausgediente Hirschkuh am Wegesrand. Aha, ihr ahnt es, Rocky ist wenig besser als sein vermeintlicher Sohn Torben, den er übrigens missachtenswerterweise fast zum Schluss des Films Thorsten nennt. Und als Zuschauer weiß man eigentlich nach einem ganz schwungvollen Beginn irgendwann nicht mehr, ob man sich für die beiden Typen fremdschämen soll, die da auf der Leinwand umherspuken, oder dafür, dass man sich gerade den Film selbst anschaut. Eins ist klar, Rocky und Torben sind sexistische Arschlöcher. Widerwärtige Typen, asoziale Proleten, die jeden emanzipatorischen Aspekt der Gesellschaft vollkommen ignorieren und ad absurdum führen. Fickefuchs will die Tatsache, dass Männer sich offensichtlich in ihrer Rolle nicht mehr wohlfühlen, dass sie sich durch die emanzipatorische Gleichberechtigung der Frau in eine Ecke gedrängt fühlen, verweichlicht fühlen, wie auch immer. Er will das Ganze parodisieren, die Figuren überspitzen und überhöhen. Das funktioniert in den ersten Minuten, wie gesagt, ganz gut. Danach weiß man nicht mehr, in welche Richtung der Film überhaupt will. Autor Fleischhauer sagt, dass er mit Fickefuchs oder mit seinem Skript Männern einen Raum schaffen wollte, in dem sie über ihre Probleme diskutieren können. Das hört man ganz kurz an oder klingt mal ganz kurz an in dem Film auch. Da geht es um eine Prostatakrebsgeschichte von Rocky, die er nicht kommuniziert, ganz offensichtlich, die dann am Rande rauskommt. Das ist eine kleine Anekdote von 2 Minuten, schnell wieder vergessen, abgehakt, hat hinterher keine Bedeutung mehr für den Film. Wenn es jetzt so ist, dass die Probleme oder die Männlichkeitsprobleme einzig und alleine daraus bestehen, dass man Frauen endlich wieder bestimmt und dominant gegenüber auftreten kann, dann darf man sich schon fragen, wie der Film gemeint ist. Es gibt ein paar gute Ansätze, die mit sarkastischer Note die scheinbare Verweichlichung und Orientierungslosigkeit der Männer persiflieren, was in der nächsten Szene ganz gut zum Tragen kommt. Ich pinkel. Im Sitzen. Was bist denn du für ein Relikt? In meiner Generation pinkeln alle im Sitzen. Wie gesagt, es gibt ein paar ganz gute Ansätze, ein paar schöne sarkastische Ansätze, wie eben jenes mit dem Sitzpinkeln. Mehr davon hätte dem Film wahrlich gut getan. Leider gibt es auch viel überflüssiges Beiwerk. So gibt es beispielsweise eine Szene, in der Rocky und Torben nach einer durchzechten Nacht in der Disco nach Hause kommen, im Taxi sitzend. Rocky sich noch übergibt. Torben ihn dann irgendwie aus dem Taxi nach oben in die Wohnung schleppt
im Badezimmer angekommen, auch noch merkt, dass der Vater sich eingekotet hat, versucht ihm irgendwie die Klamotten vom Leib zu ziehen, stellt die Dusche an, bugsiert ihn in die Badewanne und übergibt sich gleich noch von oben auf seinen Vater. Das kann man schön finden, muss man aber nicht. Zumal es für den Film überhaupt keine Bedeutung hat. Es hat überhaupt nichts mit Männlichkeitsverlust zu tun. Es hat nichts mit Identitätsproblemen der Männer in der Gesellschaft zu tun. Es ist einfach nur eine eklige Szene, die den Anschein macht, als hätte man sie integriert, um möglichst schockierend rüberzukommen. Das wird im Film nachher nicht mehr aufgegriffen. Es hat letztendlich keine Bedeutung. Und wenn das Kernproblem von Männern ist, dass sie sich nach durchzechter Nacht gerne mal gegenseitig übergeben, dann gute Nacht. Was Fickefuchs am Ende so bedenklich macht, ist die Tatsache, dass der Tenor des Films einer des Selbstmitleids ist. Torben und Rocky suchen den Fehler zu keiner Zeit bei sich, sondern immer beim anderen, sprich bei der Frau. Und weil sie damit nicht vorwärts kommen, heulen sie sich gegenseitig die Ohren voll. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion sprechen die Macher des Films, sprich der Film selbst, dem Zuschauer vollkommen ab und natürlich auch seinen Figuren. Was schade ist, denn nachdem man Fickefuchs gesehen hat, hat man selbst kaum mehr Lust, auf die Rolle zu gehen und eventuell auf ganz normale Art und Weise eine Frau kennenzulernen, weil man schlicht und ergreifend Angst hat, genauso rüberzukommen wie Rocky und Torben im Film. Und damit hätte Fickefuchs seinem Thema einen Bärendienst erwiesen. Du hast dich so zum Horst. Das ist doch Ehrensache, Thorsten. Torben. Das heißt Torben. So, jetzt habe ich euch ein bisschen was zum Film erzählt. Ihr könnt euch ein Bild drüber machen, ob euch das Ding interessiert oder nicht. Ich kann euch nur eins sagen. Schaut das Ganze reflektiert an und nehmt euch kein Beispiel an den beiden Jungs. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zur Technik, Bild- und Tonqualität. Beim Bild ist es so, dass der Film offenbart, dass er mit relativ wenig Geld produziert wurde. Es wurden keine Fördermittel genutzt, mehr oder weniger über Crowdfunding und Selbstfinanzierung entstanden. Dementsprechend gab es nur wenig Mittel zur Bildnachbearbeitung. Vielleicht hat man es auch ganz bewusst so gehalten. Das Bild ist sehr, sehr hell, relativ kontrastschwach. Farben sind eher schwach ausgeprägt. Dafür ist es verhältnismäßig ruhig und recht kornfrei, rauscharm. Um den semi-dokumentarischen Aspekt des Films ein bisschen zu unterstützen, filmt sich Torben bisweilen selbst mit dem Handy. Die Aufnahmen sind natürlich deutlich schwächer, unschärfer, grob pixeliger, Bewegungen verwischen. Das ist so eine Mischung aus diesen beiden Bildqualitäten. Technisch nicht sonderlich schön, passt aber ganz gut zum Film. Ja, kann man machen, sieht aber nicht gut aus. Beim Ton ähnlich gestaltet. Im Prinzip geht es nur um Dialoge. Die kommen verhältnismäßig gut verständlich oder zumindest homogen aus dem Center. Gut verständlich nicht immer. Hängt ein bisschen davon ab, wie viele Umgebungsgeräusche gerade aktiv sind. Die werden manchmal so ein bisschen auf den Effektlautsprechern abgelegt, aber meistens dann doch eher auf der Front, Hauptlautsprecher, Center im Verhältnis viel, viel stärker eingebunden als die Effektlautsprecher. Dann plötzlich nach etwas über 80 Minuten angesprochene Disco-Szene, nach der die beiden dann zu Hause in der Badewanne landen. Da gibt es plötzlich richtig Druck. Der Subwoofer kommt richtig ordentlich zur Geltung. Das war dann so, dass ich tatsächlich die Lautstärke runterpegeln musste, weil vorher, um die Dialoge zu verstehen, relativ weit angehoben und dann geht es plötzlich richtig zur Sache. Das liefert entsprechend drastische Dynamik. Passt nicht so ganz zum Film, fordert aber die Lautsprecher mal ein bisschen heraus. Gibt es noch ein bisschen was zum Bonusmaterial zu sagen. Wir haben ein kurzes Making-of, das ist nicht ganz so der Rede wert. Ich glaube insgesamt 15 Minuten an entfernten Szenen. Viel interessanter ist eine dreiviertelstündige Podiumsdiskussion, die im November 2017 beim Weiß Film Club gehalten wurde. Zugegen ist Drehbuchautor Fleischhauer, ein Journalist, eine Feministin und eine Ex-Prostituierte. Und das, was in den 45 Minuten an Informationen über den Film, an Gefühlen und Emotionen, die drei, Fleischhauer hat den Film sicherlich häufiger gesehen, beim Schauen des Films hatten, die Diskussion, die da entsteht, die ist tatsächlich ganz interessant und
eigentlich fruchtbarer als der Film selbst, zumindest was die Diskussion um den Mann und die Frau in der Gesellschaft angeht, um das Selbstverständnis, was der Mann heute vielleicht verloren hat und um das Refugium, was Fleischhauer gerne dem Mann geben würde. So, im Prinzip war es das. Review Nummer 4 auf meinem Videoblog. Das nächste wird wieder ein bisschen entspannter, nicht ganz so kopflastig. Und wir gehen ins Horrorgenre bzw. in die Horrorkomödie. Freut euch drauf. Ich verlinke euch nochmal die Rezension, die vollständige Rezension zu Feke Fuchs auf meinem Schriftblog unten im Infokasten. Und freue mich, wenn ihr mir ein Like gebt, meinen Kanal abonniert und sage ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.